Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, wir haben in der letzten Folge aufgehört mit dieser Aufgabe, die wir annehmen können. Das machen wir auch. Steht die jetzt hier? Ja, da. Eine Lieferaufgabe. Was müssen wir genau tun? Versorgen Sie die Einwohner mit 14 Tonnen Fleischkonserven. Hui. Das hier sollte ich wohl besser einem Stadtmenschen vorlegen. 14 Tonnen. Wir haben gerade mal eine Tonne. Ich weiß, dass Sie beschäftigt sind. Okay, wir müssen mal gucken. Eine Tonne ist eh zu wenig, aber wir hatten auch einen Fleischmangel. Wir müssen aber auch nochmal schauen, weil hier offensichtlich zu wenig Getreide ankommt. Bei Goldenbräu. Ach, jetzt ist das Schiff hier einfach stehen geblieben, ne? Super. Ich lasse das mit dem Eskortieren wirklich sein. Das bringt ja alles nichts. Der Clipper ist stabil genug, da passiert nichts mit. So, mal gucken, wie viel Getreide der jetzt mitnimmt. 20 soll er? Ist denn überhaupt so viel da? Schnaps hat er schon geladen. Er nimmt kein Getreide mit. Hahaha, wir haben nämlich auch noch keine Getreidefarm gebaut. Das könnte natürlich schon mal ein Problem sein. Und ich frage mich, warum es hier nicht weitergeht mit dem... ist ja klar. So, dann machen wir das mal eben. Wir werden definitiv die Straße hier verändern müssen. Was mache ich da? So, gehen wir da dran. Und dann gibt es ein paar Felder. Das wär's. Gut, dass wir noch genug Bauern hatten. So, und er hat schon wieder Anteile abgekauft. Also Beryl O'Mara hat Willy Wibblesock Anteile abgekauft. Kann das sein, dass der... Der hat auch wirklich nur noch diese eine Insel hier, ne? Und hatte der ja nicht sowieso nur noch einen Anteil? Hallo, Lieblingsfreund. Oh ja, Tatsache. Guckt euch das mal an. Ist Willy denn dann jetzt nicht aus dem Spiel? Müsste der nicht raus sein jetzt? Das gehört ihm doch jetzt gar nicht mehr hier, oder? Offensichtlich schon. Ja, die Schäden vom Feuer haben wir schon behoben. Kurz alle Benachrichtigungen hier löschen. Expedition machen wir jetzt gerade nicht. So, also 14 Tonnen Fleischkonserven. Wie viele haben wir jetzt? Wo ist mein Konto? 2 Tonnen. Oh, 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 oh. Keine Nachfrage. Das kann eigentlich auch nicht sein. Natürlich haben wir Nachfrage. Ja gut, die werden irgendwo anders benutzt, deswegen... Gut, aber hier passt das ja auch. Warum ist keine Nachfrage da? Am Monatsende bleibt noch. Da ist die Nachfrage doch. Die wird auch gedeckt, Gott sei Dank. Ist ja auch genug da. Komisch. Ja, okay. So viel dann zum Bier. Aber hier... Ich glaube, wir müssen... die Produktion verdoppeln. Das Gute ist, wir haben ja schon eine neue Eisenmine gebaut für die Konservenfabrik. Ne, das ist die Küche. Paprika kriegen wir doch, denke ich, genug, oder? Auch nicht. Auch nicht. Wo bauen wir denn die Paprika nochmal an? Hier oben. Schönen Tag auch. Ja, also wir haben genau so viel Paprika, wie wir brauchen. Aber wir wollen noch eine.
So, wisst ihr was? Kurz nochmal auf die Verhältnisse schauen. Genau, das war 1:1 und 1:1. Das heißt, wir haben ja die Rinderfarmen verdoppelt. Wir hatten bisher 2 Rinderfarmen. Für eine Großküche. Jetzt haben wir 4 Rinderfarmen, weil wir den Rinderfarm Getreide bringen. Wird denn das Rindfleisch noch benötigt? Alle Inseln. Wieso 1? Wieso 1? Oh Gott, irgendwie habe ich gerade den Eindruck, passt da was nicht. Wir haben doch 2 Rinderfarmen. Und klar, die haben jetzt noch kein Getreide, aber 2 sind 2, nicht eine. Und die 2 gelten dann sogar als 4. Deswegen müsste doch dann hier Produktion 4 stehen, oder nicht? Da muss mir mal einer erklären. Naja, auf jeden Fall. Wenn wir dann 4 Fleisch haben, dann brauchen wir auch 4 mal... Die Paprika wird korrekt angezeigt. Dann brauchen wir auch 4 mal Paprika. Oder ist das hier irgendwie nicht angeschlossen oder so? Nee, läuft doch. Läuft, läuft. Da fährt auch gerade ein Karren hin. Also, Das kann mir ja vielleicht mal einer erklären, der sich auskennt, aber das ist mir gerade ein Rätsel. So, das heißt, wir bauen jetzt noch eine 4. Paprika-Farm. Dann haben wir 4 mal Fleisch, also rein rechnerisch, und 4 mal Paprika. Also, ja. Also brauchen wir noch... Hier ist es sicher, solange diese Faulpelze sie fest vertollen. Moment mal, das ist ja auch 2:2. Das heißt, wir brauchen dann ja auch 4 Suppenküchen. Oder 4 Großküchen, besser gesagt. Wir machen einfach noch eine 2. mehr. Ist, glaube ich, gerade ein bisschen Overkill. Und wir müssen das ein bisschen auslagern. Das sieht hier jetzt doch nicht mehr so gut aus. Vor allem nicht, wenn es so viele werden. Der letzte Schliff und... Tada! So. Wir haben also das. Genau, 1:30, 4. Eigentlich bräuchten wir 3, ne? 3, wir machen das jetzt auch. Jetzt machen wir es richtig. So, 3. Und dann brauchen wir 2 Konservenfabriken. Wir haben eine, also brauchen wir noch eine 2. Eisenmine müssten wir genug haben und davon haben wir jetzt jeweils eine zu viel. Macht aber nichts, haben wir halt einen Überschuss. Das kann auch nicht so verkehrt sein. Jetzt haben wir natürlich eine ganz schlechte Bilanz. Ganz, 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 ganz schlechte Bilanz. Aber gut, so, jetzt müssen wir nur gucken, ob unser Clipper... Der da gerade... Ah, nee, das ist der Falsche. Der bringt die Baumwolle und den Rum. Das läuft auf jeden Fall. So, der hat halt wieder kein Getreide mit. Scheibenkleister. Und der nimmt halt nur 4 Fleisch mit. Das ist natürlich viel zu wenig. So, also. Wie viel Getreide haben wir jetzt hier? Müsste mehr geworden. Ist immer noch 0. Habe ich da irgendwas falsch verstanden? Oh, es fehlt an Arbeitern. Ja, trotzdem. Die sind ja auch noch
mit zusätzlicher Effizienz hier, weil wir hier die Handwerkskammer haben, die noch die Produktion erhöht. Aber wir haben zu wenig Bauern. So, dann, ja, dann... Oh, da ist keine Verbindung jetzt, klar. So, jetzt haben wir genug Bauern. Jetzt sollte eigentlich unser Getreidevorrat massiv steigen. Eigentlich nicht gleichbleibend sein. Zumal die Mühlen vermahlen, ja was? Aber die Mühle vermahlt ja nur im Verhältnis 1 zu 2, meine ich. Also eine Mühle mahlt für 2 Felder. Das heißt 4 Felder, 1, 2, 3, 4 werden hier vermahlen. Der Rest ist für Futtersilos eigentlich gebracht. Aber ich, ja, vorsichtshalber gucke ich nochmal nach. Also die Mühle, wo ist die Mühle? Da ist die Mühle 30 Sekunden, eine Minute, genau. Also eine Mühle für 2 Felder. So, und die Felder, und nochmal, die Felder produzieren ja auch mehr. Das heißt, wahrscheinlich, ja, 25%, also sind eigentlich 3 Mühlen für 2 Mühlen für 3 von unseren Getreidefarmen. Ja, ungefähr. Nicht ganz, aber ist egal. So, und deswegen, es müsste eigentlich ganz viel Getreide übrig sein. Oder lagern die das alles hier? Nee, die, aber die nehmen ja immer nur so viel an. Die haben Platz für 6 Getreide. Also da kann auch unmöglich alles drin verschwinden. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Natürlich. Wieso wird der Getreide nicht mehr? Das kann doch nicht sein. Ist das Buggy? Haben wir natürlich wieder zu wenig Bauern gleich. Ich weiß mir nur gerade keinen anderen Rat. Oh, eins fehlt noch. So. Die ist jetzt leider nicht mehr in dem Bonus drin. Das geht von Hand wesentlich besser. Jetzt sinken sogar die Unterhaltskosten hier noch, weil die Handwerkskammer jetzt hier noch mit dran ist. Das können wir eigentlich noch besser optimieren, glaube ich.
Scheiße, haben wir den nicht mehr drin? Lassen wir es mal so. Man kann ja nicht alles haben, ne? Ist auf jeden Fall ein bisschen effizienter geworden. So, und jetzt, aber jetzt muss Getreide da sein. Eine Einheit. Eine. Eine Explosion erschüttert alle ihre Fabriken. Wow. Ein Feuer ist ausgebrochen. Oh, hier haben wir leider. Keine. Ja, wenn ich die versetze, dann ist. Dann ist die sowieso nicht sofort einsatzbereit. Hatte ich hier nicht eine Feuerwehr gebaut? Normalerweise baue ich hier immer eine Feuerwehr bei Stahlwerken. So, jetzt müssen wir hier natürlich warten. Unser Kontostand ist unter 100.000 gesunken. Das gefällt mir gar nicht. Schiff unter Beschuss. Ja, natürlich wieder der Clipper. Alles bereit. Ja, mein Hauptproblem sind momentan wirklich diesen Auftrag erfüllen und dabei dann halt feststellen, dass es irgendwie nicht so richtig läuft mit der Fleischkonservenfabrik oder mit der Konservenfabrik. Jetzt laufen aber beide bei 100%. Wir haben auch jetzt alles da. Die haben auch alle Waren. Das heißt, das kommt schon mal über. Aber ich glaube, dass das Fleisch insgesamt... ja gut, wir haben 95. Das heißt, irgendwann haben wir uns mal ein Polster angeschafft. Das ist schon... Das ist auch schon okay. Wir haben jetzt auch schon 11 Tonnen Fleischkonserven. Das heißt, wir können bei 3 weiteren Tonnen diesen Auftrag mal eben erledigen. Ja, ja, wir sind dabei. Geduld, Geduld. Ach, hier, das steht aber noch falsch rum. Ordnung muss sein. Wenn wir hier fertig sind, können wir Hasen jagen. Ja, ich überlege gerade, ob wir tatsächlich nochmal massiv diese Stadt mit Gebäuden versorgen, damit wir einfach noch mehr Mieter bekommen. So, das müssen wir jetzt reparieren hier. Natürlich kostet der Stahleinkauf auch richtig viel Geld. Oh nein. Das geht nicht. Ich schätze, so kann man es auch formulieren. Bisschen mehr Geld. Ein Herz, das fault, lässt den Atem verdorren. Stell ihn hier an. Ich muss den Kleinen auch immer predigen, dass ihre Pfoten nichts im Honigtopf verloren haben. So, dann ziehen wir die Straße jetzt nochmal neu hier.
Okay. Dann ist das schon mal genutzt hier. Ja, wir brauchen auch noch Servicegebäude irgendwann, irgendwo. So, dann würde ich sagen, machen wir hier noch ein paar Blöcke dran. Sind Sie bereit? Ja, jetzt haben wir genug, ne? Ein Moment. So, 14 Tonnen. Was haben wir gekriegt? Ein Storch. Wird im Zoo ausgerüstet. Na super. Das hat sich ja mal richtig toll gelohnt. Ein Zoo haben wir noch gar nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch sein. So, drei neue Blöcke. Blöcke. Ja, wir müssen aufpassen, nicht, dass plötzlich dann wieder andere Güter fehlen. Das soll erstmal reichen jetzt. Und wir kommen noch über 1000, wenn wir noch ein paar Upgrades jetzt machen. Und zwar hier. Oh, jetzt habe ich zu viele gemacht. Jetzt muss ich ein paar Bauernhäuser noch mitnehmen. So, so ist genug. So passt das wieder ungefähr. Unter Beschuss. Echt, ey. Auf die alte Dame ist Verlass. Sind unterwegs. Wir stellen den jetzt einfach hier hin. Auf die Route. Vielleicht funktioniert das ja. Okay, so. Ah, ein Hospital könnten wir noch bauen. Wird, glaube ich, noch nicht verlangt. Hospital. Ah, doch, da ist es. Nee, das ist die Uni. Die Uni brauchen wir aber auch erst, wenn wir noch ein paar mehr Handwerker haben. Die könnten jetzt aber auch bald kommen. Jetzt fehlen schon wieder Fleischkonserven. Ist denn jetzt... Jetzt ist das Schiff gerade kurz davor anzulegen hier. Und es hat schon wieder kein Getreide mitgenommen. Leute, da stimmt doch was nicht. Das kann doch nicht sein. Was ist denn hier los? Achso, hier sind einfach nur zu viele Betriebe. Also. Eingetroffen. Was ist da los, Leute? Was ist da los? Ganz ehrlich. Wie geht's? Schiff unter Beschuss. Das kann mir wirklich keiner als normal verkaufen. So, mal gucken, ob jetzt was raus wird. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal anfangen, uns hier zu kümmern. Hier können wir nämlich noch richtig viel Geld verdienen. Wenn wir hier nämlich eine riesen Stadt bauen, dann explodieren unsere Einnahmen. Aber wir müssen dann natürlich auch die Belieferung mit Gütern hier sicherstellen. Und das wird natürlich dann nicht so leicht. Außerdem müssen wir auch aufpassen. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass... Können uns hier überhaupt Anteile abgekauft werden? Ich weiß es nicht. Uns wurde eine sehr behütete Kindheit zuteil. Ja, wie schön. Ach, wir sollen hier auch noch tauchen. Tauchen Sie bei Koordinaten des alten... Moment, werden uns die nur angezeigt? Ach, die werden uns tatsächlich pro Region angezeigt, diese Aufgaben. Na gut. Stimmt, hier haben wir auch noch ein paar Schiffe. Hier haben wir uns jetzt auch schon länger nicht gekümmert. Und ich habe auch schon den Hinweis bekommen, ich sollte doch eine Hacienda bauen. Ja.
Hacienda ist natürlich auch das neue Thema. Schließlich habe ich wegen der Hacienda unter anderem das Let's Play ja neu angefangen hier. Aber noch nicht. Noch nicht. Ich möchte erst die alte Welt auf einem Stand haben, wo ich sage, das läuft. Und das Gefühl habe ich im Moment einfach noch nicht ganz. Da ist noch eine Aufgabe von Einwohnern. Das muss Ihnen undankbar erscheinen, bei all dem, was ich bereits besitze. Foto des Duells, ja, das können Selbst wir machen. Mit eurer Hilfe wird es kaum gelingen. Und sein Schnupftabak überall verstreut. So, die stehen hier. Ja, da haben wir doch ein schönes Foto. Oh, was? Einführen, schnelle Expansion? Man flieht vor Duell. Die Einnahmen passen wieder. Wir sollen einen Verladekai bauen. Oder einen zweiten noch. Kapitän Morris drängt sie, die Verladegeschwindigkeit in ihrer Speicherstadt zu erhöhen. Errichten sie die angeforderten Gebäude. Ich frage mich, warum, ehrlich gesagt. Aber... Das ist der Verladekai. Nee, das ist die Anlegestelle. Das ist der Verladekai. Nein. Das ist der Verladekai. So. Davon sollen wir noch einen bauen. Bitteschön. Haben wir gemacht. So, wo wird schon wieder ein Schiff angegriffen? Das ist, kann ja jetzt eigentlich nicht sein. Wer greift denn bitte die Linienschiffe an? Wer ist denn so lebensmüde? Na, da haben wir Loot. Da haben wir einen Schiss ab... Ein Schiss abgeschossen. So. Das holen wir uns. Und ich würde sagen, dann haben wir für diese Folge auch genug getan. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Wie gesagt, mit dem Getreide, da bin ich... tatsächlich ratlos. Jetzt 9, aber immer noch gleichbleibend. Das muss jetzt eigentlich steigen, weil sonst verstehe ich die Welt nicht mehr. Wenn man hier nämlich mal guckt, produzieren wir jetzt deutlich mehr, als wir brauchen, als wir verbrauchen. Das muss also eigentlich gehen. Muss man ganz klar zu sagen. Und hier beim Fleisch, ja gut, wir müssen alle Inseln einschalten, dann sehen wir beim Fleisch, da produzieren wir jetzt mehr, als wir brauchen, genau wie bei der Paprika. Das passt auch, weil wir ja bei den Fleischkonserven jetzt eine Fabrik mehr haben, als wir brauchen. Aber das ist jetzt, jetzt wird hier 1-1 angezeigt auch. Echt merkwürdig. Echt merkwürdig. So ganz verstehe ich es manchmal nicht. Aber gut. Darauf hätte ich jetzt nicht gewettet. Ansonsten läuft's ja. Die Uni, müssen wir die schon bauen? Haben wir jetzt schon 1500? Nee, haben wir noch nicht. So, es fehlen nur noch ganz wenig. Also, sobald wir Pelze liefern... Ah, der Rum ist gerade abgenommen. Das könnte natürlich auch ein Problem sein, dass hier nicht mehr genug Leute wohnen. Ah nee, wir haben ja schon gelernt... Oh. Wieso nimmt der Rum denn jetzt ab tatsächlich? Wir liefern doch 50 Einheiten her. Kann doch nicht schon aufgebraucht sein. Wo ist er denn? Wo ist der gute Rum? Da, Tatsache. Was machen wir denn da jetzt? Können wir mal gucken, noch einmal, bevor ich jetzt aufhöre, ob wir in der alten Welt vielleicht ein bisschen mehr Rum zum Exportieren übrig hätten. Und das ist... das wäre sogar der Fall. Dann machen wir es so, dass wir die Route anpassen. Und einmal Baumwolle und zweimal Rum aufladen. Irgendwie da. So. Könnten sogar noch mehr mitnehmen, aber so viel ist dann auch gar nicht mehr da. Aber das müsste dann erstmal reichen. Das ist ja quasi eine Verdopplung jetzt. Das läuft dann schon. Okay, gut. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.